Der erste Kessenicher Erkundungsspaziergang fand überraschend viel Zuspruch. Detlef Ahrens, einer der Organisatoren, erläuterte, um was es ging. Und das ist eigentlich ein Experiment von den vier Leuten, die sich dazu zusammengetan haben. Also es ist ein Weg den Hang entlang nach Kessenich runter vom Venusberg aus. Und es ist von Kessenichern für Kessenicher gedacht. Ausgangspunkt war die Haltestelle Kasselsruh auf dem Venusberg. Und schon nach ein paar Schritten gab es die erste Überraschung. Einen jahrtausendalten Erdwall, den uns Mitorganisator Bernd Voss vorstellte. Ja, und dieser Aushub entspricht ja ungefähr der Menge an Material, die letztendlich den Wall bildet. Und wenn man das hier sieht, das sind also 4 Meter Höhendifferenz gewesen und auf einer Länge von 30 Meter, also 15 Meter Wall, 15 Meter Graben zusammen. Es ist also schon ein nach 6000 Jahren noch veritabel erkennbares Erdwerk, Bauwerk. Den allseits bekannten Aussichtspunkt an der Kasselsruh nutzte Andreas Videra, der auch mit zu den Organisatoren gehörte, für ein paar interessante geologische Informationen. Also der Venusberg in seinem der Hang, der Venusberg an sich, ist zum größten Teil aus devonischen Gesteinen aufgebaut, wie die ganze Eifel auch oder der Westerwald. Das ist ungefähr so 380 Millionen Jahre alt. Obendrauf liegt dann hier auf dem Venusberg tertiäre Schichten. Das ist also so um die 50 bis 20 Millionen Jahre alt. Das sind meistens tonige Gesteine, Braunkohlen vielorts. Und darüber liegt dann die jüngere Hauptterrasse des Rheins. Die ist ungefähr 600.000 Jahre alt. Nicht ganz so alt, nämlich nur 150 Jahre, ist 300 Meter weiter das Denkmal mit seinem markanten Spitznamen. Hier stehen wir natürlich sozusagen in der Glanzzeit Preußens. Das ist hier der erste Kaiser aus dem Hause der Hohenzollern, Wilhelm I., 1871 im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser gekrönt. Und das Denkmal ist, die Rheinländer und die Bonner haben sofort eine jahreszeitlich angepasste, respektlose Bezeichnung gefunden, das Spargeldenkmal. Ja. Ein Stückchen weiter gibt es ein weiteres, etwas unauffälligeres Zeugnis der Vergangenheit, einen steinernen Vermessungspunkt nämlich. Und das war wirklich der Ausgangspunkt für das rheinische Netz. Und das war hier der Stein, der die Orientierung nach Süden aufgrund eben der Sternörter dokumentierte und festlegte. Auf dem Weg abwärts gab es von Günter Matzke-Hayek, dem vierten Mitorganisator, ein paar interessante Details zu den riesigen Buchen hier am Venusberghang. Wir haben nördlich hier vom Grundstück nur ganz jungen Wald gesehen, die Bäume maximal 50 oder 60 Jahre alt. Und hier stehen auch alte Buchen, da vorne am Weg. Aber auch wenn wir den Rosenburgweg gleich weiter runtergehen, sehen Sie alte Bäume, die teilweise 150 Jahre alt sind. Das war größtenteils in dem umfriedeten Grundstück hier, in dem ummauerten Grundstück und deshalb der Bevölkerung nicht zugänglich, die sich hier in den Notzeiten sonst mit Brennholz versorgt haben. Auf unserer vorletzten Etappe machten wir Halt an der Rosenburg, ein Wahrzeichen Kessenichs. Und über die Rosenburg gibt es viele, viele Details zu berichten. Zum Beispiel, wie sie wohl früher ausgesehen haben mag. Zu all dem wusste Günter Matzke-Hayek interessante Geschichten zu erzählen. Praktisch kein Stein, den Sie heute hier sehen, stammt aus Goldfußzeiten. Es kann sein, dass in dem älteren Teil, der von 1872 stammt, dass dort zumindest die Fundamente übernommen worden sind oder innen drin irgendwelche Gemäuer. Aber alles, was Sie außen sehen, ist deutlich jünger. Und die eigentliche alte Rosenburg, die sah so aus. Letzte Etappe war der alte Friedhof oberhalb der kleinen Kapelle. Und auch hier konnte Detlef Ahrens wieder viele interessante Details aus dem Leben der Verstorbenen beisteuern. Damit fand nun die erste Kessenicher Erkundungstour ihren Abschluss und war nach übereinstimmender Meinung der Teilnehmer ein voller Erfolg.